Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Zweitkanal. Und zwar zu Little Nightmares 2. Nachdem wir bereits sehr viel Spaß im ersten Teil hatten und im DLC und das Game mich, ja, in den Bann gerissen hat, indem ich das Game mehr als überzeugt hat und ich den Spaß meines Lebens hatte in sehr, sehr vielen Passagen, habe ich mich dazu entschlossen, auch den zweiten Teil zu spielen. Und einige von euch, sehr viele von euch, haben es sich gewünscht, David zockt irgendwann unbedingt den zweiten Teil und dementsprechend will ich genau das tun. Worum es im zweiten Teil geht, ich habe keine Ahnung. Hin und wieder wurde ich ein bisschen in den Kommentaren gespoilert. Also ich glaube, wir können definitiv damit rechnen, dass Six irgendwie im nächsten Teil auftaucht. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, wird in diesem Jahr, glaube ich, auch Little Nightmares 3 kommen. Also irgendwann soll der dritte Teil ja kommen. Von daher können wir uns auf jeden Fall darauf vorbereiten. Also wenn ich Müll labern sollte, verbessere mich bitte in den Kommentaren. Ich bin noch relativ neu in dieser Materie und ich möchte ja irgendwann mal ein Reaction-Video auf diesem Kanal hochladen, sobald ich beide Games komplett durchgespielt habe, wo wir uns ein Video anschauen, wo wir auf die Lore reagieren, beziehungsweise uns die Lore mal anschauen, wie genau die Story von diesem Game ist. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht allzu lange um den heißen Brei herum, wie Babybrei-Tester, und starten auch direkt zurück zum Desktop. Nein! Hä? Ich möchte ein neues Spiel starten, bitte. Hä? Ein neues Spiel möchte ich starten, hä? Neues Spiel. Ich möchte nicht zurück zum Desktop. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber wir starten mal instant ein neues Game. Und here we go in ein komplett neues Abenteuer hier in Little Nightmares 2. Oh shit, es beginnt schon mal. Nachdem wir im letzten Part aus dem U-Boot herausgekommen sind, bin ich gespannt, worum genau es im zweiten Teil geht, wo der zweite Teil spielt und ah, holy shit, ich freue mich schon so riesig auf dieses Gruselabenteuer. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also wir befinden uns schon mal in irgendeinem Gang mit dem wunderbaren Auge, mit den Augen, die uns die ganze Zeit im ersten Teil verfolgt haben. Und oh, das dröhnt schon wieder wunderbar an meinen Kopfhörern. Ich liebe es. Warum haben wir so eine Papptüte über unserem Kopf? Was genau soll das sein? Oh shit, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sind einen Ticken größer als im ersten Teil, oder bilde ich mir das nur ein? Ich weiß es nicht. Oh shit. Auf Slenderman angelehnt, Freunde. Slenderman, auch ein riesiges Internetphänomen, was vor einigen Jahren aufgetaucht ist. Aber die Slenderman-Teile habe ich auf jeden Fall ziemlich genossen. Ein paar habe ich gespielt. Kann ich auch nur jedem Horror-Fan ans Herz legen. Vor circa 7 Jahren war... Nee, nicht 7 Jahre. Vor 4 Jahren kam auch der Slenderman-Film raus. Der war ziemlich spannend. Nee, bevor ich jetzt nach rechts gehe, möchte ich mich erstmal im Hintergrund umschauen. Wir lassen uns mal ein bisschen mehr Zeit jetzt beim Gameplay. Teilweise bin ich im ersten Teil schon ziemlich durchgerast. Kein Wunder, dass das Tempolimit in Deutschland irgendwann mal durchgesetzt werden soll. Und warum stehen überall Fernseher? Erinnert mich so ein bisschen an die Szene aus dem ersten Teil, als wir von dem Hausmeister verfolgt worden sind. Als wir den Fernseher eingeschaltet haben. Und da oben ist ein Käfig. Da ist, glaube ich, auch irgendwas drin. Da ist irgendwas drin. Können wir da hochklettern, um zu gucken? Nein, scheint aber auch nicht, als ob das ein Lebewesen bzw. ein Kind wäre. Wir scheinen aber wieder ein Kind zu sein, habe ich zumindest im Gefühl. Oh shit, wir können natürlich auch in diesen Teil wieder springen. Wunderbar. Überall diese Käfige und ich höre schon irgendwo ein Bienennest. Guck, guck. Alles gut, ich habe in Winnie Pooh gelernt, wir müssen einzig und allein ins Wasser springen. Dann funktioniert... Hi. Finde ich auf jeden Fall herrlich, dass wir Hi schreien können. Können wir nochmal Hi schreien? Hi. Warum haben wir diese Funktion? Kann mir jemand sagen, warum wir diese Funktion in dem Game haben? Oh nein. Oh shit, das kann nur böse enden. Oh cool, da sind schon mal ein paar wunderbare Leichen. Wollen wir die Leichen mit einem Schuh bewerfen? Bitte ein bisschen höher. Nee. Wird vielleicht ein bisschen stinken, aber alles gut. Wir können das Bein mit einem Schuh bewerfen. Feier ich. Oh, absolutes Highlight, Freunde. Absolutes Highlight. Ciao, Beine.
Ey, ich frag mich echt, wo der Teil spielt und was genau das bedeutet, dass wir mitten im Wald starten. Holy shit, ist das spannend. Ich freue mich, vor allem auf die Schlucht im Hintergrund. Ich werde auch bestimmt 1000 Mal wieder über die Atmosphäre in diesem Game reden. Aber das gehört ja auch irgendwo dazu. Gedärme? Mmh, fürs Mittagessen. Muss ich hier gegenlaufen? Habe ich das Game durchgespielt jetzt? Was wäre passiert, wäre ich drauf reingefallen? Wäre überhaupt was passiert? Ich weiß es nicht. System durchgedribbelt, wie Cristiano Ronaldo. Und das Game speichert schon mal. Das symbolisiert uns immer wieder das Auge. Finde ich schön, dass das Game so helfend ist, beziehungsweise uns an die Hand nimmt, wie eine Mutter ihr Kind. Und die einzig wahren Jump-and-Run-Passagen kommen schon wieder. Einige meinten auch, dass der zweite Teil deutlich besser ist als der erste Teil und deutlich schlimmer. Darauf freue ich mich, weil nach dem DLC war das, also das DLC hat mir nicht so stark gefallen vom ersten Teil. Das DLC war irgendwie zu rätsellastig und hat mich an vielen, in sehr vielen Situationen... Oh, no, no, no. Ja! Au! Oh shit. Vor allem da stand Rennen mit Y, hat nicht so ganz geklappt, weil mit Y schrei ich Hi. Okay, dann machen wir mal weiter. Und springen! Das war wie in so einem schlechten Cartoon. Kennt ihr diese Situation? Irgendein Cartoon-Charakter rennt vor so einem Schneeball weg, der immer größer wird, wie so eine Lawine. Ich hab's immer gehasst. Als Kind hat's mich böse getriggert, dass Charaktere nicht einfach nach links oder rechts gelaufen sind, wenn das passiert ist. Das habe ich nie gecheckt, warum. Naja, Freunde, Logik hinter gewissen Dingen darf man einfach nicht hinterfragen, oder? Wäre hier unten noch was gewesen? Hier wären wir einfach unten lang gegangen. Okay, wir können da... Oh, no, no, no. Gleich einfach unten lang gehen, oder? Und drehen, 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 wir drehen das Rad, denn wir haben einen starken Bizeps. Mein Bizeps brennt, das Experiment, mein Bizeps brennt, woo! Der Jump'n'Run Master, aka der Mario Master Gamer ist back. Wir rücken auf Englisch? Müssen wir springen? Ich bin tot? For real? Ja, aber wie soll ich das sonst machen? Oh nein! Wie traurig er oder sie aussieht. Aua. Achso, ich muss wahrscheinlich erst auf die... Aha! Ne? Gefangen in der 2,5D-Challenge. Wir müssen wahrscheinlich erstmal hier auf die Kiste springen. Ja, weil das überleben wir. Und dann können wir zumindest hier runterspringen, ohne zu sterben. Und oh. Mir gefällt schon mal, wie das Game startet. Die Atmosphäre, die Musik, die Kulisse, vor allem die Farben. Also unser Charakter hat genau dieselben Farben wie der Wald. Also wir stechen nicht heraus, sodass alles in einem sehr innig ist. Feier ich. Ey, immer diese Kackgeier. So ein paar Schuhe wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir die anziehen würden. Und wir sind wieder ein Kind, sieht man daran, dass die Schuhe deutlich größer sind als unsere Füße. Und ich bin auf die Falle reingefallen. Ich habe es nicht gesehen. Scheibenkleister, ich habe es einfach nicht gesehen. 2 Tote im ersten Part ist schon mal eine sehr gute Quote, oder? Ach so, ich muss erstmal einen Schuh draufwerfen. Der Schuh des Manitou. Oder? Yep, okay. Ja, als ob, da fällt doch jeder instant drauf rein. Also als ob da irgendwer auf Anhieb checkt, dass man da einen Schuh drauf werfen muss. Könnt ihr mir nicht erzählen. Ich war bestimmt nicht der Erste, der drauf reingefallen ist. Okay. Findet jetzt wieder so eine wunderbare... da ist noch eine Falle. Oh, hier sind mehrere Bärenfallen auf dem Boden. Finde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so freundlich. Warum sind die 1000 Fallen? Oh Gott, die Frage ist ja, warum? Es muss ja einen gewissen Grund geben, oder? Können wir einen Stock nehmen? Genau. Weil den würde ich ganz gerne werfen.
Yep, genau für diesen Grund. Holy crap. Also ich habe gerade schon so minimal Gänsehaut. Wir können den nächsten Stock mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Yep. Frage beantwortet, David. Frage beantwortet. Okay. Ein Glück haben wir hier ein paar Zapfen. Ja, wir haben noch ein paar Versuche über. Als ob das die einzigen Zapfen hier waren. Aha, aha, da haben wir noch ein paar getriggert. Aha, noch ein paar haben wir getriggert. Hier in der Mitte ist bestimmt noch was. Als ob da in der Mitte nichts ist. Ich glaube, wir müssen nur lebend auf den Stein kommen. Das war's dann auch schon. Nee, da sind wir relativ safe. Wir springen mal runter. Ich will ungern sterben. Hui! Wirf! Wirf! Ach du Scheiße, hier ist überall was. Moment mal. Yep, wirf mal hier hin. War ich das? Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte werd nicht von der Bärenfalle. Hier bewegt sich irgendwas. Und das bin nicht ich. Da auf dem Boden ist eine Bärenfalle. Ich muss springen. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt, glaube ich zumindest. Und springe rüber, kleiner Mann oder kleine Frau, was auch immer. Boah, meine Nase ist am Laufen. Ich habe Angst. Alter, Resident Evil, bist du's? Es ist einfach freaking Resident Evil. Oh shit, oh no, 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 no. Ich möchte nichts aus. Können wir zurück? Können wir Fernsehen gucken? Was ist hier im Klo? Kann ich da reinkacken? Nein, schade. Kann ich vor die Tür kacken? Kann ich überhaupt irgendwo hinkacken? Bitte? Naja, sieht sehr einladend aus. Vielleicht ist hier auch irgendwie eine nette Granny drin. Ah, wunderbar. Ich habe wunderbare Déjà-vus. Guck mal, fremde Wohnung erstmal. Erstmal Krach machen. Damit die Leute auch verstehen, dass wir hier sind. Okay. Ja, wir gehen schon mal in den Nebenraum. Die Tür sieht sehr einladend aus. Weil sie dezent ge... Hallo? Oh shit. Guck mal, da oben das Bild. Kommt uns sehr bekannt vor. Haben wir zumindest im ersten Teil schon mal gesehen. Es ist genau wie im ersten Teil von der Atmosphäre und ich liebe es jetzt schon. Und was ich eher hasse, ist, dass wir mehrere Möglichkeiten haben. Können wir die Tür öffnen? Ach du Scheiße. Die bewegen sich nicht, aber wir haben schon mal einen minimalen Einblick. Oh oh. Ein Einblick wie in Mitarbeiter. Oh Gott, ich dachte, Jackenständer wäre ein Mensch. Hilfe! Alles gut, wir gehen einfach mal direkt zur Tür. Weil diese Musik, als ob wir auf einem Konzert wären. Little Nightmares 2, das einzig wahre Konzert. Ah, shit, da saßen welche. Was ist das? Kann ich die Tür öffnen? Nein. Ein Kind, was auf einer Jukebox Musik spielt. Okay. Wir lassen das. Können wir das Messer mitnehmen? Komm schon! Ja! Natürlich muss das passieren. Mit dem Messer hätte ich mich deutlich sicherer gefühlt. Mit einem Scream-Messer. Oh, eine Axt, cool. Feier ich. Okay, 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 es beginnt. Können wir die Axt mitnehmen? Bro, das war nur Stuss von mir, dass ich eine Axt oder ein Messer mitnehmen möchte.
dann hauen wir mal die Tür auf. Warum müssen wir die Tür aufhauen? Wir müssen halt hundertprozentig die Tür aufhauen. Wahrscheinlich müssen wir das Kind rausholen. Ja. Es ist eingesperrt und ultra verängstigt. Gut Deutsch. Ist das der Runaway Kid? Das ist Kid? Im Hintergrund sehen wir die Striche für die Tage, seitdem Kid hier ist. Kid hat überlebt? Das ist Kid aus dem ersten Teil. Ich erkenne diese Wuschelfrisur. Warum tust du uns das an? Würde Apache sagen. Kann ich auch in der Jukebox drehen, bitte? Dreckige Jukebox. Why? Warum ist das gerade passiert? Oh Mann, müssen wir jetzt echt Katz und Maus spielen, wie bei Tom und Jerry? Bitte nicht. Please no. Please no. Oh, es ist rechts lang gelaufen. Bleib stehen, rechts sind echt ganz viele Erwachsene, die am Essen sind, okay? Ja, verkackt. Das sind einfach Fake-Menschen. Deswegen haben die sich auch vorhin nicht bewegt. Deswegen haben die sich vorhin auch nicht bewegt. Weil es keine echten Menschen sind. Schaut mal, links, der alte Mann. Der in der Mitte, wo das Auge ein bisschen rausquillt. Damit würde ich eventuell zum Arzt gehen. Aber nur eventuell. Also vielleicht ist man auch eine Woche krankgeschrieben mit einem rausgequillten Auge. Nein, 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 nein. Bro? Warum? Was willst du? Warum läufst du vor uns weg? Wir haben dich gerade rausgeholt. Ohne uns wärst du dann noch im Raum. Jetzt hilft es uns? Achso, Räuberleiter. Cool, feier ich. Ja, was muss ich denn tun, Mann? Achso. Ich musste nur R drücken. Oh-oh. 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 Bro? 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 Bro, komm mit hoch! Bro! Bro? Oh Gott sei Dank. Wäre es jetzt unten geblieben, wäre ich verdammt wütend gewesen, weißt du das? Und du willst nicht, dass ich wütend werde. Hehehehe. Müssen wir wieder Räuberleiter spielen? Oder haben wir jetzt eine andere Möglichkeit, die wir ausprobieren können? Finde ich cool, dass wir diese... Okay, warum speichert das Game so oft? Finde ich cool, dass wir die Möglichkeit haben, einmal rüber zu... Pst. Nee, okay. Da oben ist schon mal ein wunderbarer Schlüssel für die Tür, die wir vorhin gesehen haben. Können wir uns vielleicht hier im Hintergrund irgendwo lang sneaken? Oder ist hier irgendwas, was ich gerade nicht sehe oder erkenne oder machen muss oder keine Ahnung? Mann, ich weiß es doch nicht, Bro. Ich bin jetzt schon wieder maximal überfordert. Räuberleiter? Ich feiere die Kommunikation zwischen den beiden aktuell. Nee, ich check's jetzt schon nicht. Müssen wir vielleicht nochmal nach unten gehen? Nein, no Ray, wir müssen hier oben hin. Aber was als nächstes? Kann ich an einer nackten Frau bzw. in der Skulptur hochklettern? Ich würde es tun, wenn ich es könnte. Ich würde es tun. Oder hier irgendwo? Nein. Mann! Ich hasse es, wenn es nicht sofort offensichtlich ist, was ich tun muss. Oder ich bin einfach ein absoluter Gimpel, was das angeht. So, das ist, glaube ich, die klügere Theorie, dass ich einfach ein absoluter Gimpel bin, aber come on. Come on, Alter. Naja, ich suche mal weiter. Ah, Teamwork ist der Schlüssel zum Erfolg. Nicht nur auf der Arbeit, sondern auch in einem ganz, ganz gruseligen Horrorhaus, wo ominöse Dinge passieren. Alright. Schön, einfach nur schön. So, uns fehlt eine Kurbel. Was soll das da oben darstellen? Ist das ein Fenster? Also hier hängen überall Leichen. Also die Leichen sind ja relativ egal. Dem müssen wir nicht viel Beachtung schenken. Können wir uns da eine Leiche ranhängen? Schade, wäre lustig gewesen. Ihihihi, Füße. Ja, okay. Für einige eher, Füße. Aber für mich ist es eher, ihihihi. Also ein bisschen. Müssen wir oben auf einem Schrank rumklettern? Ist das Spider-Man-like? Nein, wir müssen definitiv die Kurbel finden. Definitiv.
Frage ist ja nur, wo? Wo haben wir die Möglichkeit, eine wunderbare Kurbel hier zu entdecken? In irgendeinem Leichensack? Nein, irgendwo im Hintergrund? Nein. Übersehe ich wieder irgendwas? Irgendwas, was wir gemeinsam schieben müssen. Also ich muss dran denken. Ah! Bro, okay. Wir haben neues Gameplay. Darauf muss ich definitiv achten. Und dementsprechend können wir uns wahrscheinlich hier irgendwo die Kurbel... Die Kurbel bekommen wir nicht weg. Ist das eine Leiche mit einer Leichenstarre, weshalb es so schwer ist, oder? Was genau ist die Begründung dafür, dass wir die Kurbel nicht wegbekommen? Was ist hier im Hintergrund? Ich sehe original nix. Ja, Rilled. Warte mal, muss ich mir was... Ja, das ist eine Leiche. Eindeutig. Okay, wir hätten einfach in die andere Richtung ziehen müssen. Ciao, Leiche. Boah, hab ich Angst, dass sich das Ding dort bewegt. Was ist das für ein gruseliges Haus, bitte? Vor allem, warum? Warum ist das Kit eingesperrt? Und wo ist das Kit jetzt aktuell? Wo läuft's rum? Guckt es sich im Raum um? Oder was genau ist? Okay, es steht da. Dankeschön. Das wäre echt gruselig gewesen. Ach so, ja moin. Speedrun, hast du keine Zeit? Anscheinend nicht. Ja, dreh weiter. Komm schon, come on. Muss ich jetzt mitdrehen? Dreh, hallo, Kuckuck. Kuckuck. Muss ich drehen? Muss ich mit festhalten? Bro, ja, du kannst von mir aus drehen, wenn du willst. Oh, Moment mal. Aha, ach so. Ach du Scheiße. Ich hab verkackt. Oh, doch nicht. Cool. Auf geht. Auf geht's, Maestro. Dann... Da sieht man sich wieder. Oh, ich hab keinen Bock, hinterher zu rennen. Oh, nein. Wirf mich mal hoch, Diggi. Hab ich keinen Bock, aber ich weiß, ihr schreibt mir das jetzt bestimmt wieder in die Kommentare hinein. David, du musst sie sammeln. Apropos Kommentare, Freunde. Jeder Kommentar ist herzlich willkommen. Ihr wisst es, ich liebe es. Vor allem bei Little Nightmares gab es ziemlich coole Kommentare und Informationen, die mir halt früher oder später weitergeholfen haben. Alter, wo läuft das? Junge, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Dein Ernst? Ich kann da nicht mit hochspringen. Oh, doch. Alter, diesen Raum hätte ich halt never ever entdeckt. Diesen Raum hätte ich halt never ever entdeckt, dass es den gibt. Boah, diese Musik, ich hab Gänsehaut. Ich hab diese andere Gänsehaut aktuell. Ja, wir müssen den Karton da runterwerfen. Please. Hallo, Kuckuck. Den Karton muss ich irgendwie mit runterbekommen. Ja, jetzt zieh dich hoch, okay? Zieh dich... Aha, bingo. Wie lange geht die Verfolgungsjagd noch mit dem Gnom? Ich hab alle Verstecke gleich weg, Mann. Okay, hier auf der Couch noch. Warum ist die Musik gerade so abgespaced? Why? Hallo? Kommst du raus? Oder wie bekommen wir das Ding jetzt rausgelockt? Mann, aha, bingo. Ja. Na, das kann nicht dein Ernst sein. Wie weit willst du denn noch laufen? Ich wollte gerade sagen, ich habe kein Licht. Kannst du mir bitte ein bisschen leuchten? Bitte? Ich will dich nur umarmen. Komm schon, eine Umarmung. Das ist doch süß, oder? Eine Umarmung? Bitte, Gnom? Eine Umarmung? Ach so, es läuft mir hinterher. Okay, dann lauf mir mal hier bitte hinterher, sodass ich sehen kann, wie ich zu dir hochkomme. Oh. Okay.
Warte mal, das kann ich schon mal schieben. Das sieht doch schon mal hervorragend aus. Yippie-yay, Schweinebacke. Ah, cool. Dann helfe ich dir eben. Warum auch immer. Aber du, ich helfe dir sehr, sehr gerne. Wenn es dich glücklich macht, Gnome, mache ich alles für dich. Wirklich alles. Es läuft mir hinterher, das Ding. Es läuft mir hinterher. Jetzt mach mal die Tür bitte auf. Bitte? Es macht halt wirklich die Tür auf. Junge, was ist das für ein Secret, was wir hier gerade entdecken? Das hätten wir never ever entdeckt. Wäre ich dem Gnome nicht hinterhergelaufen. Cool. Danke. Muss ich jetzt wirklich zu dir hoch? Yep. Ich glaube, jetzt kann ich mir einen Weg suchen, wie ich hochkomme. Ja. Okay. Dann suchen wir uns mal ein Wunder... Ja, bingo. Ich glaube, hier müsste es doch... Wenn wir das rausziehen, ja. Und damit haben wir den Gnome. Boah, Alter. Wir haben bisher eigentlich gar nicht so viel Action im ersten Part erlebt. Aber viele Fragen, die sich mir stellen. Und ich liebe das in Horrorspielen. Nur Fragen in meinem Kopf, noch keine Antwort entdeckt. Detektiv Conan sagte es bereits, beziehungsweise der Sänger von dem Opening damals. Und ich kann ihn nur zitieren. Ein sehr, sehr weiser Sänger, oder... Wen willst du? Setze gesammelte Hüte im Pausenmenü auf. Ja, was bringt mir das dann? Ja, weiter geht's im Pausenmenü. Hüte. Hä? Ich will einmal die Hüte aufsetzen, bitte. Hüte. Ich habe einen neuen Hut. Das ist einfach Zwiebelkopf an der Stelle. Ich finde den anderen Hut aber nicer. Und wir sehen gar nichts von unserem Kopf aktuell. Aber warum sehen wir nichts von unserem Kopf? Hat das einen gewissen Zweck oder Sinn? Und wie lang kann eine Verfolgungs... Welcome back. Als ob wir den Gnom jetzt nicht gefunden haben. Oh shit. Freunde. An der Stelle würde ich schon mal sagen, das war's mit dem ersten Part von Little Nightmares 2. Kommentare, Anregungen, alles in die Kommentare hinein. Vergesst den Daumen nach oben nicht und freut euch schon mal auf den zweiten Part, der wahrscheinlich ein bisschen gruseliger sein wird. Ich bin gespannt. Bis dahin, haut rein und cheerio, euer Umlautmann. Also wenn das mal nicht überzeugend war für den ersten Part von Little Nightmares 2. Freunde, ich habe mir in meiner alten Windel gemacht. Aber darum soll es gar nicht gehen. Wir sehen im nächsten Part, wie es weitergeht. Bis dahin danke ich den Elite-Umlaut-General-Member für euren Support. Oh Mann! Und danke an den, der sich dieses Video reingezogen hat. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!